Birgit Sippel, innenpolitische Sprecherin der S&D-Fraktion, direkt aus Straßburg. Was für eine Woche. Am Mittwoch hat Juncker in seiner Rede zur Lage der Union gesprochen. Und natürlich, der Schwerpunkt der Debatte in dieser Woche lag auf der Frage, ob bei der Herausforderung Migration die Mitgliedstaaten sich endlich auf eine gemeinsame Position einigen. Manche Bürger sind verunsichert und es gibt Akteure, die diese Verunsicherung nutzen und Ängste schüren. Kommen da nicht zu viele Flüchtlinge nach Europa? Zu viele? Allein der Libanon hat 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, ein Land, das selber nur 4 Millionen Einwohner hat. Das sind 25% der eigenen Bevölkerung. Und die Flüchtlinge in Europa? Gerade einmal 0,11%. Das können wir bewältigen, wenn die Mitgliedstaaten solidarisch zueinander stehen, wenn alle bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen und zu organisieren, dass die, die einen Schutzgrund haben, auch gut aufgenommen werden. Nicht nur Krieg und Verfolgung sind Fluchtursache, auch bittere Armut und im Einzelfall kann natürlich auch jemand aus einem sogenannten sicheren Drittstaat einen Asylgrund vorbringen und das muss geprüft werden. Dennoch bleibt die Frage, können wir nicht mehr tun, um Armutswanderungen innerhalb und erst recht außerhalb Europas zu vermeiden? Und hier zeigt sich das traurige Bild, dass das insgesamt doch reiche Europa seinen eigenen Verpflichtungen nicht nachkommt. Anstatt die Entwicklungshilfe, die Entwicklungszusammenarbeit zu fördern, werden die Mittel zusammengestrichen. Gemäß einer internationalen Vereinbarung sollten 0,7% des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungszusammenarbeit investiert werden. Häufig ist es viel weniger, in Deutschland 0,4%. Hier kann noch sehr viel mehr getan werden. Wichtig ist aber, dass jetzt die Mitgliedstaaten zu einer gemeinsamen Position finden, sich gemeinsam der Verantwortung stellen, auch im Wissen, dass der europäische Kontinent ein Kontinent ist, der über Jahrhunderte hinweg Krieg und Verfolgung erlebt hat, der geprägt ist von Vertreibung und Flucht. Wir sollten jetzt unseren Teil übernehmen und sicherstellen, dass die Flüchtlinge auf der einen Seite, aber auch die eigene Bevölkerung auf der anderen Seite eine gute Zukunft in Europa behält und eine gute Zukunft bekommt. Ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten in diese Richtung in der kommenden Woche vorangehen werden.